Dies ist ein Weihnachtsvortrag für den Sommer. Ich sehe hier, den Leuten ist es schon kalt, also passt das, glaube ich, ganz gut. Warum ich auf die Idee gekommen bin, da einen Weihnachtsvortrag rauszumachen, ist, weil es geht darum, was ich mir wünsche. Und genau, die einzige Event, wo man sich irgendwie was wünschen kann oder so typischerweise, ist Weihnachten. Also hier ist der Weihnachtsvortrag für den Sommer. Und zwar, was ich so gesehen habe, das Problem mit Mobile Ad-Hoc Mesh-Routing ist, etwas, was mich schon seit vielen Jahren halt treibt, ist halt, dass die Mesh-Routing-Protokolle, die wir so einsetzen, so eine begrenzte Skalierbarkeit haben und unsere WLAN-Ressourcen halt natürlich sehr, uns sehr wertvoll sind. Und genau, und da habe ich einfach, war ich so ein bisschen unglücklich mit und dachte mir, okay, das muss ich jetzt einfach mal ein bisschen loswerden halt, was mir so alles nicht gefällt, also was ich eigentlich haben möchte. Und das ist unter anderem halt, dass wir aufgrund von Dingen, die die Protokolle eben nicht können, halt eben zentrale Strukturen aufbauen. Das ist jetzt halt bei Freifunk spezifisch, dass die Metriken nicht immer halt super sind und dass wir halt Probleme haben, wenn wir halt so inhomogenen Netze haben, da müsste inhomogen stehen, nicht homogen, aber ich glaube, vielleicht, wenn ich nicht weiter darüber rede, merkt ihr es nicht. Genau, was ich gerne hätte, halt wäre so ein Routing-Protokoll, was es gilt, einfach unendlich Knoten. Wünschen kann man sich ja viel, ne? Ein Routing-Protokoll halt, das sich sofort auf irgendwelche Änderungen ändert, das heißt, Knoten ändert irgendwo eine Konnektivität, fliegt durch die WLAN-Verbindung, sage ich mal, und dann alle wissen sofort Bescheid, ha, okay, die Verbindung ist gerade scheiße da, da wollen wir gar nichts irgendwie da vorbeischicken. Und wir wollen natürlich die Funkkanäle optimal ausnutzen und unser Routing-Protokoll auch dezentral über das Internet laufen lassen. Also das sind so Sachen, die ich mir wünsche. Wie alle Wunschlisten sind sie natürlich nicht vollständig, deswegen habe ich gleich das nochmal den Rest auf die zweite Folie gemacht. Ja, das sind so Weihnachtswunschlisten. Natürlich hätten wir auch gerne Routing-Protokolle halt, die nicht nur auf Wi-Fi-Kabel, sondern auch irgendwie LoRa halt funktionieren, also mit extrem wenig Bandbreite für Delay-Tolerant Networking halt, also verzögerungstolerant. Also wenn keine durchgehende Verbindung notwendig ist, dann muss halt ein Paket einfach mal einen Tag lang irgendwo warten, bis irgendwie ein Knoten vorbeikommt, der dann das Paket zum Ziel bringt. Meinetwegen auch dann mit dem Fahrrad. Und jetzt sehe ich, dass der schnell gerade kurzfristige Wechsel auf von 4 zu 3 auf 16 zu 9 die Folien ein wenig durcheinander gewürfelt haben. Genau, also im Grunde da unten steht, dass das, was ich mir da jetzt wünsche, eher so ist wie das sprechende, geflügelte Einhornpony, was wir nie bekommen werden. Andy ist schuld. Wer ist schuld? Hey. Naja, überspringen wir das mal, wer schuld hat. Oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer mit den 16 zu 9 Änderungen hier. Hätte ich es mal doch nicht gemacht. Okay, ja, ich wollte einfach mal darauf eingehen, es gibt da so ein Forschungsgebiet, was versucht halt, uns schöne Dinge zu bringen. Das nennt sich Compact Routing. Das bezeichnet nicht nur einmal das Forschungsgebiet, sondern eben auch Mesh-Routing-Protokolle. Es wird bezeichnet, dass Routing kompakt ist. Wenn die Adressen halt und der Paketkopf-Header, ich habe das jetzt alles aufgelistet, logarithmisch wachsen halt. Das wäre zum Beispiel voll, wenn man halt optimal einfach alle Router durchzählen könnte. Dann hat jeder halt eben eine Zahl, eine Adresse. Und naja gut, die Bits, die man für so eine Zahl braucht, das steigt halt logarithmisch. Das wäre halt optimal, dass man sublineare Tabellengröße hat, also mit Anzahl n von Knoten, dass dann die Tabellengröße, die Routing-Tabelle eben nicht linear steigt, sondern vielleicht auch nur logarithmisch. Und dass das Stretch kleiner einer bestimmten Konstante ist. Also dann ist ein Mesh-Routing-Protokoll kompakt. Vielleicht muss ich gerade noch den Begriff Stretch erklären, der bei Mesh-Routing-Protokollen sehr häufig auftaucht, auf jeden Fall, wenn man Paper liest. Stretch ist, ich glaube, der ist die, also nehmen wir einfach mal zwei Knoten halt,
Und unser die optimale, der kürzeste Weg jetzt bezüglich der Hopcount-Metrik zwischen Knoten A und B ist meinetwegen 6. Aber unser Routing-Protokoll ist jetzt nicht so optimal, macht jetzt, keine Ahnung, findet einen Weg mit 12 Hops. Okay, das ist ziemlich scheiße, aber lässt sich gut rechnen, weil das heißt, der Weg ist doppelt halt so lang geworden. Und dann sagen wir, der Stretch für diese Route halt ist 2, weil 1 wäre halt optimal, kürzeste Strecke wurde gefunden, 2 doppelt so lange Strecke. Und wenn man jetzt alle Paare von Knoten in einem Mesh-Netz halt betrachtet und den Stretch dann berechnet, war das, was das Routing-Protokoll halt vorschlägt und was eigentlich der optimale Weg ist, dann kann man halt da einfach zum Beispiel einen durchschnittlichen Stretch halt berechnen, einen maximalen Stretch, okay, minimal, kleiner als 1 geht's ja nicht. Genau, und in dieser Compact Routing Forschung halt wurden zum Beispiel Algorithmen gefunden halt, die eigentlich sehr tolle Eigenschaften haben, also die kompakt sind, wenn der Stretch zum Beispiel die finden halt Routing-Algorithmen, die sehr optimal sind, die kompakt sind, wenn der Stretch kleiner 3 ist zum Beispiel. Das heißt, es gibt halt ein paar Routen halt, wo dann halt der Weg dreimal so lang ist, aber das ist dann vielleicht nur für 3% aller Paare, aller möglichen Routen zwischen Knoten. Also das ist ganz gut. Noch eine andere Sache halt bei diesem Compact Routing ist, dass in dieser Forschung halt unterschieden wird zwischen topologieunabhängigen Adressen und topologieabhängigen Adressen. Ganz typisches Beispiel für topologieunabhängige Adressen sind zum Beispiel MAC-Adressen. Die sind zwar fest, aber sie sind halt und eindeutig, aber sie haben halt sind einfach so gewählt worden. Man könnte sie theoretisch auch einfach wechseln. Topologieabhängige Adressen, das sind halt Adressen, wo halt die Position im Netz eines Knoten in der Adresse halt mit drin ist. Oft sind es halt zum gewissen Teil halt IP-Adressen oder vielleicht ein besseres Beispiel sind einfach GPS-Koordinaten. Das heißt, wenn man halt das beides halt unterscheidet, dann kann man diese Probleme halt unabhängig voneinander angehen. Ich denke, das ist ein relativ, wenn man in der Forschung arbeitet, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, halt Probleme halt aufzudröseln in Unterprobleme und die dann zu lösen. So, ich habe hier, das ist vielleicht ein bisschen holprig, weil eigentlich ist der Vortrag nicht ganz fertig. Ich habe jetzt einfach viele Folien gelöscht, die jetzt noch nicht fertig waren, um einen halbwegs fertigen Vortrag zu bekommen, aber der rote Faden ist so ein bisschen holprig. Ich habe dann halt ein Paper gefunden halt von 2007, was ganz interessant ist aus dieser Compact Routing Forschung, wo so ein bisschen halt gesagt wird, was die Grenzen sind, die theoretischen Grenzen halt, wenn man so Mesh Routing Protokolle halt designt, ad hoc Mesh Routing Protokolle halt, zum Beispiel kann man halt irgendwie Mesh-Routing-Protokolle halt designen, die skalieren halt auf unendliche Knoten und so weiter. Okay, diese Antworten sind relativ einfach. Die Antwort ist nein, sorry, kein Pony. Aber halt, wenn man halt zum Beispiel logarithmisch Wachstum von Routing-Tabellen haben möchte und so und einen gewissen Stretch halt in Kauf nimmt für einige Knoten halt oder einige Routen, dann kann man halt doch schon sagen, halt, ja, das ist möglich oder das ist eben nicht möglich. Und in diesem Zitat zum Beispiel, in diesem Paper, was ich rausgesucht hatte, wird gesagt halt, dass es unmöglich ist, auf internetähnlichen Topologien so ein logarithmisches Scaling zu haben, wenn man halt eine dynamische Topologie hat. Und ein flaches Addressing, das ist halt Name-Independent Addressing. Da müsste ich eigentlich vielleicht ein bisschen mehr erzählen drüber. Aber ich will einfach nur sagen, halt, es gibt halt Forschung, die sagt, was halt möglich ist. Und von dem, was ich gefunden habe, ist so, dass wir halt das, was wir bei Freifunk machen, dass wir halt da eigentlich viel besser sein können. Also wir bekommen zwar nicht unser Pony, aber rein theoretisch könnten wir ein Pferd bekommen. Das wäre schon mal ganz gut.
Okay. Und zwar liegt das daran halt, dass wenn wir unsere Anforderungen so ein bisschen relaxen halt und auch uns reale Netzwerke anschauen, dann ist es so, dass wir halt sehr viel Optimierung machen können. Zum Beispiel halt sind Freifunknetze oder reale Netze halt nie komplett random. Sondern sie haben immer eine gewisse Struktur. Leute bauen halt Backbone-Strukturen auf, über die auch dann der meiste Traffic laufen soll. Solche Sachen. Und das wird uns, glaube ich, helfen, halt bessere Mesh-Routing-Protokolle zu designen. Und das war es eigentlich auch schon, aufgrund vieler gelöschter Folien. Genau, und vielleicht hört uns mal der Weihnachtsmann oder wie auch immer, wer auch immer uns da was geben kann, und wir bekommen ein schönes neues Routing-Protokoll, wo wir dann halt riesengroße Mesh-Netze deutschlandweit kreieren können. Genau, und wir dann auch keine zentralen Server mehr betreiben müssen für die Community, was günstiger ist, was für die Privatsphäre besser ist und die ganzen Communities auch robuster macht, viel mehr Freude am Gerät letztendlich hat für uns, und wir dann öfter in den Urlaub fahren können und wir uns weniger kümmern müssen um irgendwelche kaputten Server. Dankeschön. Dankeschön, Moritz. Gibt es noch irgendwie Fragen? Oh, es gibt Fragen. Hi, also ich wäre ja mit dem Pferd ganz zufrieden. Wie würde denn das genau aussehen? Ich weiß es nicht. Einfache Antwort. Es gibt natürlich genug Paper halt, die bestimmte Routing-Algorithmen halt vorschlagen. Da fällt mir gerade ein, dass ich glaube, das heißt so. Zurup oder irgendwie im Routing-Protokoll, was halt anscheinend sehr gut ist, aber wie auch Elektra vorher mal gemerkt hat, Sachen halt, die aus der Forschung kommen, in der Realität sehen ja meistens etwas anders aus. Liegt meistens vielleicht auch daran, dass einfach Implementationen nicht so robust sind. Also ja, es gibt halt viele Paper mit vielen Vorschlägen, aber niemand hat wirklich mal eine robuste Implementation davon gemacht. So sieht's aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, halt, da gibt es schon was besonders Tolles. Also dieses Yggdrasil aus dem vorigen Vortrag finde ich irgendwie ganz nett. Aber das sind alles nochmal Sachen halt, die man wirklich nochmal battle-testen müsste. Ja, zum Beispiel auf dem Battle-Match. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Inwiefern gibt es da Code? Das klingt super interessant, aber das klingt auch so, als wenn das so auf Kernel-Ebene tief implementiert werden müsste, wenn man da Datenstrukturen ändert. Gibt es da irgendwie auch einen GitHub-Link bei den Papern, oder ist das alles eher versteckt noch? Ich denke mal, man kann den Code nachfragen halt bei den Autoren. Aber oft ist es so, dass sie das implementiert haben, zum Beispiel in so einem NS2, also Network Simulator. Und wenn man den Code muss man halt komplett einmal irgendwie durchgehen halt und dann irgendwelche Calls mit Syscalls ersetzen, damit man letztendlich was hat, was man dann auf dem OpenWRT-Router verwenden könnte. Und dann müsste man wahrscheinlich noch viele Sachen fixen halt, wo einfach Realwelt-Sachen halt vorkommen. Womit man halt in einer schön sauberen Umgebung, halt in einem Testlabor und so einfach nicht mitgerechnet hat. Aber es ist auch mal schon mal schön, erstmal zu wissen, ja, wir können halt was Tolles bekommen, vielleicht noch nicht unser geflügeltes, sprechendes Pony, aber rein theoretisch können wir was Schönes bekommen. Aber es ist leider noch nicht Weihnachten, deswegen müssen wir halt noch warten. Vielleicht in ein paar Jahren.